Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Drehteller mit Arduino selber bauen könnt. Die Idee habe ich übrigens von Creative Labs, schaut also auch gerne mal bei ihm vorbei, der macht auch solche Sachen wie ich. Der Link ist in der Beschreibung. Und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für den Drehteller benötigt ihr den Stepper-Motor mit Platine. Die IR-Fernsteuerung und den IR-Empfänger. Eine 9-Volt-Batterie mit dem passenden Anschluss. Die Step-Down-Platine von dem Arduino. Kabel. Das Breadboard. Und natürlich den Arduino. Zwei Kabel stecken wir an die Anschlüsse von der Stepper-Motor-Platine. Dann stecken wir die Step-Down-Platine, wie im Video gezeigt, auf das Breadboard. Die zwei Kabel von der Stepper-Motor-Platine stecken wir an Plus und Minus von der Step-Down-Platine. Dann nehmen wir uns für weitere Kabel und stecken sie an die restlichen Anschlüsse von der Stepper-Motor-Platine. Das bei mir gelbe Kabel muss zu Pin 8. Das grüne Kabel muss zu Pin 9. Das blaue zu Pin 10. Und das lilane zu Pin 11. Dann nehmen wir uns den IR-Empfänger und stecken ihn einfach aufs Board. Dann nehmen wir uns ein weiteres Kabel und stecken es zu G. Die andere Seite von dem Kabel stecken wir zu GND. Noch ein Kabel stecken wir zu R. Und die andere Seite zu VCC. Ein letztes Kabel stecken wir zu Y. Und die andere Seite zu Pin 11. In eine kleine Pappe schneiden wir ein Loch, sodass die Achse von dem Stepper-Motor durchpasst. Dann kleben wir die Achse auf der Pappe fest. Als Plattform schneiden wir uns ein großes Stück runde Pappe aus. Diese bekleben wir dann mit weißem Papier. Dann markieren wir uns die Mitte auf der Pappe.
und kleben schließlich die Achse von dem Motor auf. Dann nehmen wir uns ein großes, viereckiges Stück Pappe und kleben es auf die Unterseite von dem Motor, damit später die Platte nicht umfällt. Jetzt müssen wir nur noch den Code auf den Arduino laden. Ein Link zum Code ist in der Beschreibung. Jetzt ist der Drehteller fertig und wir können ihn verwenden. Blaue Kabel stecken wir jetzt nur noch an die Step-Down-Platine und die Batterie auch. Zum Schluss schalten wir die Step-Down-Platine ein. Wenn wir nun auf der Fernsteuerung Volumen Plus drücken, dreht sich die Platte im Uhrzeigersinn. Und wenn wir Volumen Minus drücken, dreht sich die Platte gegen den Uhrzeigersinn. Auf die Platte können wir nun irgendwelche Sachen draufstellen, die wir zeigen wollen. In Zukunft werde ich diese Platte auch verwenden, um euch zu zeigen, welche Sachen ich in den Videos verwende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!